Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt für Realschulen Plus in Trier. Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Und uns zugeschaltet ist Hans Klaffel. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen heute über ein Lehrerleben, aber auch über ein Leben als Kabarettist. Schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch selbst vor. Ja, mein Name ist Hans Klaffel. Ich war knapp 40 Jahre Gymnasiallehrer in Bayern. Ich habe Musik und Theater unterrichtet und habe dann vor etwa 18, 19 Jahren angefangen, auch Kabarett zu spielen. Das ging eine Weile parallel. Ich musste natürlich die Schule sehr stark reduzieren. Und das ging damals noch. Damals konnte man noch auf Teilzeit gehen, beziehungsweise die Stundenzahl reduzieren, was ja heute nicht mehr ginge. Ja, und seit jetzt knapp 10 Jahren bin ich in Pension und spiele nur noch Kabarett im ganz deutschsprachigen Raum mit Schwergewicht auf Süddeutschland und Österreich. Ja, Ja, ich komme natürlich schon manchmal auch in den Norden, aber relativ selten, weil ich halt auch sehr dialektgefärbt bin. ja, ich habe gesehen, Sie spielen jetzt hier bei uns in der Nähe in Frankfurt zumindest. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie, oder ich glaube, die Themen, die Sie besprechen, die sind ja für alle Lehrkräfte in Deutschland relevant. Selbstverständlich, ja. Nein, ich bin schon öfter, war jetzt gerade wieder in Osnabrück, bin ich schon öfter gewesen, oder Berlin, Hamburg. Also es ist schon, ich komme schon da oben auch rauf. Aber naja, Jetzt Bayern. haben wir Sie als Kabarettisten und als Lehrer, also Humor und der Ernst des Lebens. Wie passt das denn zusammen? Das sehe ich gar nicht so als Widerspruch. Den Humor braucht man ja für den Ernst des Lebens. Und damit man mit dem zurechtkommt, und ich versuche, die beiden ja, Gegensätze miteinander zu verbinden. War das, wie waren Sie denn als Lehrer? Sie haben 40 Jahre unterrichtet, sagten Sie, war das denn immer lustig oder wie haben die Schülerinnen und Schüler Sie wahrgenommen? Da war ich überrascht, als ich zum ersten Mal in einer meiner ersten Vorstellungen kam, ein ehemaliger Schüler und sagte: Es ist wie dein Unterricht, also übers Kabarettprogramm. Und da war ich schon verblüfft, weil das war mir eigentlich nicht bewusst. Also ich habe schon immer versucht, im Unterricht locker zu bleiben, Spaß zu haben mit den Schülern. Also nicht so, natürlich auch beim Unterrichtsgegenstand wie Musik oder Theater, da ist es natürlich von vornherein etwas einfacher, als wenn man Latein oder Mathe unterrichtet, hat man vielleicht da mehr Schwierigkeiten. Also das ging schon immer. Ich habe schon immer versucht, die beiden Dinge zu kombinieren. Also, dass die Schüler was lernen, aber dass sie es vielleicht gern lernen. Und ich glaube, es ist mir öfter gelungen als nicht gelungen. Wir haben von einem Erlebnis das erzählt, einen Schüler wiederzutreffen. Und ich glaube, also wir, ich denke, uns sehen vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer und diese Erlebnisse, dass man Kinder, die man eine längere Zeit als Lehrer begleitet hat, wieder trifft, die sind ja eigentlich ganz häufig als Lehrer. Ist das für Sie immer positiv? Ja, aber ich vermute jetzt einmal, die, die keine gute Erinnerung an mich haben, die gibt es ja sicher auch, die würden nicht, sagen wir mal, nachher vorstellen, die gehen überhaupt nicht in meine Vorstellung, wahrscheinlich, vermute ich. Und wenn, dann kommen sie nicht hinterher und sagen, kennen Sie mich noch? Was dann immer sehr peinlich ist, weil Schüler, die ich vor 15 Jahren hatte, die kenne ich nicht mehr. Die ich vor 40 Jahren hatte, die kenne ich. Das ist eigenartig, aber und es ist dann doch irgendwie verblüffend, wenn man dann zum 60. Geburtstag eines ehemaligen Schülers eingeladen wird, dann merkt man mal, wie alt man ist. Und auch sehr schönes Erlebnis immer, wenn die Kinder im Unterricht gekommen sind und haben gesagt, mein Papa war auch schon bei Ihnen. Also so, und dann kommen aber schon im Allgemeinen eher positive Erinnerungen. Eine Schülermutter kam mal und sagte, die auch ehemalige Schülerin war und deren Sohn jetzt zu mir kam, dann, die kam dann und sagte, ich habe ihm gesagt, er soll sich ordentlich benehmen, du warst mein Lieblingslehrer.
Da habe ich gesagt, das arme Kind wird doch noch selber entscheiden dürfen, was sein Lieblingslehrer ist. Also das überlassen wir doch nicht der Mutter. Da war sie ganz verblüfft, dass ich also da gar nicht so begeistert war. Sie sind ja Lehrer für musische Fächer. Ich bin ja auch Musiklehrer. Jetzt sagt man ja immer, die Kinder müssen besser in Mathe werden, die müssen besser in Deutsch werden. Vieles an Bildungsinhalten geht verloren. Wenn Sie jetzt als Musiklehrer oder als Lehrer für musische Fächer sprechen, wie sehen Sie das, dass ja die Fächer in der Schule und den Stellenwert? Ja, natürlich, also als Musiklehrer muss man schon immer ein bisschen um seine Stellung kämpfen, weil für manchen, in einem meiner Programme erzähle ich das auch so, dass wir also als Orchideenfächer bezeichnet werden, etwas spöttisch, weil es halt doch im Leben draußen braucht man Musik nicht und Theater sowieso nicht. Ich sehe es ein bisschen anders. Gerade Theaterunterricht, der hat schon sehr viel für die Kinder gebracht, so an Auftreten, an Selbstbewusstsein, an sich präsentieren oder so. Das hat schon an manchen was gebracht. Dieser Theaterunterricht in der Schule ist ja nicht dazu da, dass man Schauspieler generiert. Das ist mir zwar auch gelungen, aber das war nicht die Absicht. Das ist dann so ein Nebeneffekt, dass dann irgendjemand sagt, ich bin jetzt am Stadttheater in Bochum. Aber im Alltag, diese Körpersprache und solche Dinge, das ist schon wichtig. Und Musik war ja nicht umsonst bis ins 19. Jahrhundert hinein mit Mathematik zwingend verbunden im Studium. Und ganz einfach, weil es sehr viel für Logik und dergleichen beiträgt, aber gleichzeitig natürlich schon auch ja, die emotionalen Aspekt in der Schule fördert und betont und das halte ich für sehr wichtig. Das ist nicht jedem Lehrer in anderen Fächern so bewusst, aber im Musikunterricht erlebt man es halt doch, dass dann sozusagen zum ganzen rationalen Programm eine emotionale, eine gefühlsmäßige oder auch ja, künstlerische Komponente hinzukommt. Und das ist schon auch für den Lernerfolg in den anderen Fächern ganz wesentlich, ganz wichtig. Und ich glaube, die Zeit gibt diesem Gedanken ja dann auch nochmal recht. Wir haben jetzt KI, vieles kann man ersetzen, aber wie man sich präsentiert, Teamfähigkeit, Frustrationstoleranz vielleicht oder halt auch Lampenfieber überwinden, das ist doch heute wichtiger denn je eigentlich. Und das können doch gerade die musischen Fächer leisten. Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist auch in Musik, also nicht jetzt bei Körpersprache, sowas ist es, sich präsentieren ist natürlich beim Theater, liegt es auf der Hand, aber es ist in der Musik genauso im Musikunterricht. Man lernt Teamfähigkeit, weil man miteinander musiziert. Das muss natürlich dann auch passieren im Musikunterricht. Der darf natürlich dann nicht jetzt zu einer Art Mathematikunterricht werden, indem man da irgendwelche Kadenzen bastelt und umkehrt oder was man da alles noch so schön machen kann, damit wir wissen das ja. Was man schön machen kann und schnell korrigieren kann, ja. Ja, das ist natürlich eine große Versuchung, ja, ganz klar. Sie sind da jetzt nicht mehr aktiver Lehrer. Gab es denn in der Zeit, in der Sie Lehrer waren und auch schon als Kabarettist unterwegs waren, eine Situation, wo Lehrkräfte zu Ihnen kamen oder vielleicht auch die Politik und die gesagt haben, das können Sie so nicht sagen als Beamter, weil Sie sind ja schon sehr kritisch unterwegs? Ja, ich habe aber, muss ich sagen, da war ich verblüfft. Ich habe gedacht, es läuft ein bisschen anders, als ich angefangen habe. Und es war aber so, dass ich ja inzwischen weit über 1000 Mails bekommen habe von Leuten, die begeistert sind, Kollegen, die begeistert sind über das Programm. Negative Reaktion von Kollegen habe ich, die sammle ich extra, aber das sind noch keine 10 bisher. Und die ist doch auch an Dingen anknüpfen. Ja, ich spiele Figurenkabarett. Und wenn da ein Lehrer auftaucht als Figur, der über die Schüler schimpft oder dergleichen, dann ist es halt eine Figur. Und manche Leute kriegen das nicht mit. Das ist so,
wie man schon Kabarettisten vorgeworfen hat, sie sind Nazis, weil sie in dieser Rolle irgend sowas dargestellt haben. Und das ist natürlich Unfug. Also bei den wirklich am Programm selber Kritik habe ich vielleicht zwei, dreimal bekommen. Und die Politik hat sich gemeldet. In meinem letzten Programm hat sich die AfD inzwischen zweimal gemeldet und hat mir vorgeworfen, dass ich AfD-Bashing betreibe. Schön wär's, ich würde es gern tun. Aber es hilft halt nichts. Nein, weil ich da halt ein paar Passagen drin habe, die sich mit diesem Problem auch beschäftigen und wobei nur den Aspekt der Bildungspolitik immer hernehme. Aus der großen Politik halte ich mich ein bisschen raus. Ich habe in meinem Themenbereich genügend Themen. Ne? Ich muss nicht in die große Politik einsteigen. Herr Klaffel, Sie sind ja für zwei Bereiche Experte. Einerseits fürs Lehrersein, aber dann auch für die großen Bühnen. Und ich habe mir jetzt drei Elemente herausgegriffen, die vielleicht auch für junge Lehrkräfte interessant sind, wo Sie vielleicht Tipps geben könnten. Und ich würde gerne mit Ihnen einerseits über Lampenfieber sprechen, dann über Präsenz auf der Bühne oder im Unterricht und dann auch über Stimme. Und da sind Sie noch mal ein dritter Experte, dadurch, dass Sie natürlich auch Musiker sind. Also Lampenfieber, das ist ja was, wo viele Anfänger Sorgen haben. Einerseits sitzt eine Prüfungskommission hinten, aber auch die Schülerinnen und Schüler im Alltagsunterricht. Wie geht man damit um? Gibt es da Tipps? Da tue ich mir sehr schwer, weil ich hatte mein ganzes Leben nur zweimal Lampenfieber. Das erste war ein Konzert, wo ich als Solist aufgetreten bin, Cellokonzert, und wo ich vorher so fertig war, ich bin mit einem Kollegen, mit einem Musikerkollegen mit dem Auto dorthin gefahren und habe gesagt, wenn ich das heute überlebe, dann spiele ich nie mehr öffentlich. Habe ich ihm geschworen, nach dem Konzert kam ein Veranstalter gefragt, ob ich in 14 Tagen bei ihm, und dann habe ich ja gesagt. Also, und das zweite Mal hatte ich Lampenfieber bei meiner allerersten Premiere als Solokabarettist. Ich weiß noch, da kam meine Frau in die Garderobe und ich habe zu ihr gesagt, geh bitte wieder raus, es ist gefährlich, ich habe einen Blutdruck um die 400 herum. Und nachdem das vorbei war, nachdem das überlebt war, habe ich seither kein Problem mehr. Also auch bei Premieren, also da bin ich sicher kein guter Ratgeber. Ich habe mit den Schülern immer, wenn es so Situationen waren, Abitur oder sowas, immer die Situation geprobt. Also ich bin mit den Schülern zum Beispiel vor dem Abitur in den Raum gegangen, in dem das Abitur stattfindet, habe sie so hingesetzt, wie sie dann Leistungskurs Musik, wie das dann ablief, und habe einfach die Situation durchgespielt. Das ist natürlich jetzt für ein Referendar, wenn er Unterrichtsprobe hat oder Lehrprobe hat, nicht zu machen, ja, weil da die da hinten drin sitzen, die kann man nicht engagieren für Probelauf. Von daher muss ich ehrlich gestehen, bin ich kein guter Ratgeber. Ich habe das Problem nicht gehabt. Aber man kann ja, gut, als Musiker muss man ja wahrscheinlich immer irgendwie präsentieren und sich damit wahrscheinlich mit Lampenfieber auch auseinandersetzen. Aber wenn ich da herausarbeite, was die Besonderheiten dieser beiden Aufregungssituationen waren, dann war das doch immer etwas Neues zu tun Ja, bei Ihnen. Und man könnte ja sagen, je häufiger man das tut, desto weniger wird Lampenfieber ein Thema sein. das ganz bestimmt, das ist klar, natürlich. Aber nun, Lehrproben hat man Gott sei Dank nicht so häufig, sodass man richtig wirklich in einen Übungsmodus hineinkommen könnte. Von daher ist das in dem, aber natürlich, Unterrichtssituation ist klar, da kriegt man Routine, erlebt die Dinge und weiß, wie man dann beim nächsten Mal es besser machen kann. Natürlich machen wir Fehler, jede Menge, jeden Tag im Unterricht. Also ganz klar, das muss man niemandem erklären. Aber
durch das Wiederholen und und vor allem Reflektieren. Also ich habe immer von Anfang an immer mir sehr viel Zeit genommen, nachmittags oder abends die Stunden nochmal zu reflektieren. Ich habe sehr oft ein Diktiergerät in der Tasche gehabt, um mir die Stunde nochmal anzuhören und zu hören, wie ist mein Tonfall angemessen? Passt das? Bei so mit dem Diktiergerät haben wir ja die Schüler kaum gehört, man hat sich ja hauptsächlich selber gehört. Und darum ging es mir, wie komme ich rüber? Wie gesagt, der Tonfall. Wie kann man das als Schüler so empfinden? War das jetzt dominant oder und sowas? Also das hat mir sehr viel geholfen, aber von Anfang an. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe schon während des Studiums unterrichtet. Einfach hatte zufällig die Gelegenheit und habe da sehr viel gelernt, indem ich immer das ausprobiert habe, was ich gelernt habe und festgestellt habe, geht's oder geht's nicht oder wie muss man es modifizieren. Der Professor, der war seit 30 Jahren nicht mehr in der Schule. Bringt's das noch, was der mir erzählt? Und habe das dann versucht und habe festgestellt, das geht nicht, das muss man anders machen. Und das scheint mir also dieses Reflektieren, Stunde nicht nur vorbereiten, sondern nachbereiten. Da habe ich sehr viel gelernt. Und Dann habe ich eben das ja die Präsenz angesprochen. Ich stelle mir das sehr schwer vor, alleine auf eine Theaterbühne zu kommen. Da sitzen Dutzende, hunderte Menschen und man weiß, man ist für den Abend alleine verantwortlich, fürs Lachen, für Emotionen. Und eine ähnliche Situation hat man auch in der Klasse. Da geht es ja auch um Emotionen. Ich muss die Schülerinnen und Schüler packen. Wie macht man das? Präsenz ist vor allem erst einmal Körpersprache, also erst einmal anwesend sein, die Schüler anschauen. Es ist ganz eigenartig, ich habe das oft erlebt, wenn ich Praktikanten habe, dass die sich nicht trauen, die Klasse anzuschauen. Ist klar, da sieht man natürlich manches, was man nicht sehen will, einen, der gähnt oder einen, der unter der Bank da irgendwas treibt. Das ist schon klar, aber da muss man und auch reingehen in die Klasse, also da sein erst einmal. Und das heißt nicht, dass man dominant ist, das heißt schon steuern, aber nicht bestimmen, nicht immer. Natürlich muss man manchmal auch bestimmen, also anwesend sein, auch von der Sprache her deutlich genug sein. Das habe ich übrigens auch von den Schülern verlangt. Das ist ein großes Problem, dieses Genuschel. Vor allem, wenn man dann älter wird, hat man dann wirklich öfter, muss man nachfragen, ich sage, jetzt komm, bring noch ein paar Konsonanten rein in deine Sprache, dann wird das schon. Aber das war jetzt gerade wieder so ein Beispiel. Wenn man das zum Schüler sagt, weil sie gesagt haben, was vertragen Schüler? Das ist so ein Beispiel. Da gibt es Schüler, die sind dann beleidigt, wenn ich sage, also das war jetzt schon ganz schön, jetzt kriegst du doch die Konsonanten rein und dann verstehen wir uns auch. Da sind Schüler unter Umständen beleidigt. Ich habe sie lächerlich gemacht, vor der Klasse blamiert oder irgend sowas. Das ist ein ganz gefährliches Thema, weil Sie vorhin gesagt haben, Kabarett in der Schule ganz mit großer Vorsicht zu genießen. Dass jüngere Schüler verstehen Ironie noch nicht. Es ist einfach, ich weiß noch, als ein Schüler so mit so Arbeiterkleidung demonstrativ in die Schule gekommen ist, so mit Signalstreifen und so. Und ich habe dann gesagt, weil ich dachte, der hat ja Humor, so wie der daherkommt. Und habe dann gesagt, hast dich heute selber angezogen? Da kamen die Eltern und haben sich beschwert. Ich habe den Schüler vor der Klasse blamiert. Also da bin ich überfordert, muss ich dann ehrlich sagen. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben eben gesagt, man sieht in die Klasse und sieht dann auch manchmal Dinge, die man nicht so gerne sieht. Ein Schüler, der gähnt. Also man schaut und sieht, dass negative Emotionen auf einen prallen. Das könnte ich mir auch vorstellen auf einer Bühne. Man spielt
muss positiv agieren und sieht dann, dass jemand aufsteht und geht oder nicht lacht, böse schaut. Und gerade in der Schule, in der Lehrprobe, ist eine Situation, da könnte gleich sein, jemand, der hinten als Prüfer sitzt, schüttelt den Kopf, sendet negative Emotionen. Gibt es da einen Trick, wie man trotzdem ja positive Energie und Spannung hält? Oder habe ich mich verständlich ausgedrückt, weil ich glaube, Ja. das ist ein Problem, was viele wahrnehmen. Ja, also, weil Sie von der Bühne gesagt haben, immer, er sitzt in jeder zweiten Vorstellung, sitzt einer in der ersten Reihe, genau in der Mitte, hat die Arme verschränkt und schaut beleidigt. Das macht einen am Anfang nervös, ja. Also, und es gibt Kollegen, die den dann ansprechen, ja. Finden Sie es lustig? Und wenn der sagt, ja, also, dann sagen Sie im Gesicht doch auch Bescheid oder so Dinge, die habe ich vermieden. Ich mag das nicht so gern, weil das ist ja auch wieder so jemanden vorführen oder sowas. Das will ich eigentlich nicht. Nein, ich habe einfach bei mir im Hinterkopf dann so ein paar Dinge, die ich in der Schule auch schon gelernt habe. Wenn der Schüler gähnt, heißt das nicht, dass mein Unterricht langweilig ist. Es kann auch heißen, dass er nicht ins Bett gekommen ist. Also ganz normaler Grund. Ich habe ja auch schon gegähnt irgendwo in Situationen, wo es nicht hingepasst hat, aber nicht, weil ich das schlecht fand, sondern weil ich müde war. Also das, und wenn dieser berühmte Mann in der ersten Reihe, den jeder Kabarettist kennt, da sagt man halt, naja, die Frau hat ihm zu Weihnachten die Karten geschenkt, aber er wäre lieber heute jetzt beim Fußballspiel. Da spielt jetzt, was weiß ich gerade, Manchester gegen Bayern oder sowas. Dann, also die Erklärung suchen, die nicht mich selber verletzt. Dass die Erklärung vielleicht nicht stimmt, sondern dass ich wirklich selber schuld bin, das kann ich in der Situation nicht brauchen. Da kann ich dann nachmittags drüber nachdenken oder nach der Vorstellung jetzt im Kabarett. Aber ich meine, gut, ein Prüfer, der den Kopf schüttelt, der ist indiskutabel. Das ist natürlich eine Panne von ihm. Aber trotzdem wird es wohl auch passieren. Und da muss man halt dann auch in der Lage sein, zu sagen, naja, der versteht es halt nicht. Hauptsache, die Schüler verstehen es. Also da muss man sein Selbstbewusstsein eventuell ein bisschen übersteigern. Kurzzeitig für die Situation. Kommen wir zum Schluss dann noch zur Stimmgesundheit. Das ist ja für viele Lehrkräfte ein bedeutendes Thema. Viele können ihren Beruf nicht bis zu Ende ausüben, weil sie eine Stimmerkrankung haben. Gibt es da vom Musiker, vom Kabarettisten, vom Theater Pädagogen Tipps für den normalen oder für den anderen Lehrer, für die Mathematiker und vor allem Sportlehrer, die ihre Stimme professionell einsetzen müssen? Für Sportlehrer, die habe ich, also wenn ich Vertretungsstunde hatte für Sport und in der Turnhalle, das war wirklich ein Horror. Allerdings mehr der Lärm, nicht meine Stimme. Ich habe Gesangsunterricht gehabt natürlich als Musiklehrer und weiß, wie man stützt und dann den Laden steuert. Aber die Stimmgesundheit, also erstens, ein Tipp, auch im Alter, wenn man, was weiß ich, 40, 50, ich habe das selber sogar gemacht, nochmal zu einem Logopäden gehen. Wenn man merkt, die Stimme ist strapaziert, dann lässt man sich da professionell helfen. Das sind ja ganz einfache Dinge. Der HNO verschreibt einem das und dann macht man 5 Sitzungen beim Logopäden und ist hinterher wesentlich weiter. Das würde ich auf jeden Fall einplanen als Lehrer. Das ist ab und zu nötig und wenn es so Stimmbandknoten mal da ist, dann wird es natürlich kritisch. Dann hilft ja eigentlich nur noch operieren und das möchte man schon vermeiden. Wichtig ist artikulieren. Also so nicht in die Lautstärke gehen, sondern in die Klarheit, in die Artikulation reingehen. Jeder weiß, je lauter ich im Unterricht spreche, desto lauter werden die Schüler und dann muss ich noch lauter werden. Und wenn man das nicht kann, wenn man nicht stützen kann, weil das lernt man als normaler Lehrer nicht, das lernen wir Musiker, aber die anderen lernen es nicht.
dann ist halt die Stimme irgendwann überfordert und dann geht es halt nicht mehr. Von daher bewusst runterziehen, Lautstärke runterziehen, aber durch überdeutliches Sprechen. Das dann klar. Und das ist auf der Bühne ganz das Gleiche. Ja, es hat sich so ein bisschen, das Genuschel hat sich ein bisschen im Fernsehen zum Beispiel, das ist jetzt modern, dass ich halt nichts, als Theatermensch halte ich nichts davon. Sowieso nicht. Und als Lehrer natürlich auch nicht. Herr Klaffel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Und wenn Sie mehr von Herrn Klaffel erfahren wollen, bei YouTube gibt es ganz viel auf seiner Homepage und natürlich auch Termine für die nächsten Aufführungen. Also nächsten Dienstag hier. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen.